Hallo Menschen, heute geht es um die gelesenen Bücher im August, was ein sehr, sehr wechselhafter Monat war, was meine Lektüre betrifft. Es ging eher negativ los mit American Gods von Neil Gaiman. Das las ich zusammen mit Lotte Kind und wir haben auch beide eine Einzelrezension dazu hochgeladen, die natürlich irgendwo verlinkt ist hier. Dass wir es zusammen gelesen haben, war wahrscheinlich noch das Beste an dem ganzen Buch, denn leider hat es mich weder unterhalten noch eventuell zum Nachdenken angeregt über Religion und Immigration, was vom Thema her ja durchaus gegeben gewesen wäre. Und leider fand ich auch die Charaktere oder die Geschichte jetzt nicht besonders interessant und mitreißend. Also von mir leider keine Empfehlung und genauere Erklärungen gibt es dann in den Einzelrezensionen. Danach begann ich zwar schon mit der Odyssee, las aber zwischendrin noch ein paar Comics zu Ende, einfach so als Unterhaltung zwischendurch, da sich die Odyssee ja doch ein wenig länger zieht. Und das erste davon war Suicide Squad, die erste Volume, die mich schon eher enttäuschte. Also, um es nochmal kurz zu erwähnen, es geht hier eher so um eine Art Bösewicht-Team, die dann jeweils ihre Haftstrafe verkürzen können, wenn sie halt so für die Regierung ein bisschen die Drecksarbeit machen. Und in diesem Comic, in dieser ersten zumindest, reihen sich wirklich einfach nur die Aufträge aneinander, ohne dass es vielleicht irgendeine Art Metageschichte gibt oder etwas Tieferes dahinter, was dafür sorgt, dass ich mir denke, oh, hier möchte ich wirklich weiterlesen, denn es gibt nichts, was immer weitergeht. Nach einem Auftrag kommt halt der nächste und das war es auch schon. Und auch, dass sich die Bösewichte immer so ein bisschen untereinander angreifen, das ist vielleicht mal noch am Anfang ein bisschen amüsant und mir dann aber definitiv nicht genug, denn eigentlich steht da kein wirkliches Problem dahinter, sondern es ist halt so ein bisschen, okay, die sind halt nicht sehr menschenfreundlich und das war es aber schon. Die Zeichnungen sind sehr, sehr wechselhaft, werden aber nie großartig. Ich finde es meistens sehr klischeehaft und habe ein riesengroßes Problem damit, dass halt die Covergestaltung mal wieder überhaupt nicht so aussieht wie der Comic im Innern. Das regt mich sehr auf. Ich finde, man sollte das Cover nicht hübsch gestalten, wenn es dann im Innern nicht auch schön ist. Und was bei mir noch weniger geht, ist, wenn die Charaktere in verschiedenen Kapiteln unterschiedlich aussehen. Und zwar nicht, weil sie wirklich ihr Aussehen geändert haben, sondern weil die Zeichner einfach nicht dazu in der Lage sind, den Charakter so zu zeichnen wie der vorherige Zeichner. Ich weiß, die wechseln relativ oft, aber es kann nicht sein, dass Harley Quinn in dem einen Mal einen Pony hat und in dem anderen nicht, wenn sie es dann danach wiederum nicht hat. Und es ist halt einfach nur ein bestimmter Zeichenstil und ich mag das nicht, wenn sie es dann nicht wenigstens versuchen, die Charaktere gleich aussehen zu lassen. Zumal gibt es hier einen Charakter, der auf zwei Beinen geht und einen Haifischkopf hat. Und das ist dann selbst mir zu albern irgendwie. Also es hat mich die ganze Zeit an Extreme Dinosaurs erinnert, was eine Zeichentrickserie in meiner Jugend war. Und irgendwie, ja, ich kann damit leben, dass jemand Krallen aus seiner Faust schießt, aber das war mir dann zu viel. So, das zweite Comic in der Runde war dann Deadpool, die Classic Volume Nummer 1 und auch das hat eher dafür gesorgt, ich werde jetzt mit Deadpool erstmal aufhören, ich werde es nicht mehr probieren. Was mich so ein bisschen gestört hat, ich meine, ich weiß, dass Deadpool anfangs nur a Merc with a Mouth war, aber hier, er labert halt einfach nur viel, aber er bricht nicht die vierte Wand und das ist das, was ich an Deadpool sonst immer so toll fand, dass er halt, ja, den Comic durchbricht, mit dem Leser redet, mit dem Zeichner redet manchmal und so. Das ist halt das Interessante an Deadpool und das kommt hier in den Alben noch nicht vor. Dazu kommt noch, dass die alten Comics halt diese Eigenheit haben, dass man keine Hintergründe zeichnet. Man färbt das Panel dann einfach bunt ein und die sind sowieso schon bunt genug und ich mochte es halt überhaupt nicht. Man schwebt quasi ständig in der Luft, wenn da mal eine Linie im Hintergrund ist, dann ist es schon gut. Allgemein, das kann man sich aber auch so bei Superhelden- oder Anti-Helden-Geschichten vorstellen, es sind eher klischeehafte Zeichnungen, es sind muskelbepackte Typen und die Geschichte aus dem Jahr 97, das ist dann auch die, die in den nächsten Volumes weitergeführt wird, die fand ich sogar richtig hässlich. Also es ist überhaupt nicht mein Zeichenstil, fand ich ganz, ganz schlimm. Deswegen werde ich dann halt damit auch nicht weitermachen. Allgemein fand ich nur eine Geschichte hier drin ganz okay und ja, deswegen ist es für mich und Deadpool jetzt erstmal vorbei. Danach lasse ich mal wieder auf Arbeit einen Comic zwischendurch, nämlich Das echte Leben. Das war ganz niedlich. Ich fand es wirklich gut, dass wir hier als Protagonistin mal eher so ein leicht pummeliges, normales Mädchen eben hatten. Das ist eine schöne Abwechslung zu Deadpool und auch zu Suicide Squad. Und von der Geschichte her geht es darum, dass sie durch ein Computerspiel, also erstens so ein bisschen auch Selbstvertrauen lernen. Also sie war auch nie der komplette Außenseiter, sie war halt so in ihrer Nerdgruppe drin, aber dadurch wird sie nochmal so ein bisschen selbstbewusster und es geht auch ein bisschen um Feminismus, denn das ist eine reine Mädchen-Frauen-Clique, die sich da halt in so einem Online-Spiel treffen. Und auf der anderen Seite dann aber auch so ein bisschen
leichte Gesellschaftskritik. Sie trifft dann halt auf jemanden, der online Gold abbaut, um auch in Wirklichkeit Geld zu verdienen, weil er einfach muss, um seine Familie zu unterstützen. Und das ist in einer chinesischen Firma, die halt ihre Mitarbeiter total ausbeutet. Er geht halt vorher in die Schule und dann, keine Ahnung, 10 Stunden noch nachts arbeiten. Und sie wird damit so konfrontiert und wie sie da als Teenager mit umgeht, wie sie da versucht, irgendetwas zu machen, obwohl sie natürlich am anderen Ende der Welt sitzt. Das war ganz interessant, wie gesagt, auch von den Zeichnungen her eigentlich ganz süß, ganz schön. Muss aber sagen, vielleicht nehmen aus der Geschichte doch jüngere Leute mehr als ich. Also ich fand es ganz nett zwischendurch, aber es hat mein Leben jetzt nicht verändert. Und als letztes, bevor ich dann auch die Odyssee beendete, kam noch Urban Band 3. Ich möchte euch über den Inhalt natürlich nicht so viel erzählen. Grundsätzlich ist es mal wieder toll, vor allem die Zeichnungen, die sind extrem detailliert. Und ich liebe den Farbverlauf teilweise, wenn so eine ganze Seite so dieselbe Farbe ungefähr hat. Ist richtig schön gezeichnet. Um nochmal kurz zu sagen, um was es allgemein geht. Es ist auch eine dystopische Gesellschaft, in dem die Erde halt extrem überbevölkert ist. Alles ist auch sehr, sehr dreckig. Und um die Bevölkerung halt so ein bisschen zufriedenzustellen, hat sich jemand einfallen lassen, dass jeder im Jahr 2 Wochen Urlaub hat in diesem, wie heißt es eigentlich, Joyland oder so, wo man sich dann halt auch Avatare machen kann. Viele Leute verkleiden sich als Wonder Woman oder sowas in der Art. Und in diesem Setting entwickelt sich dann halt noch eine Geschichte drumherum. Danach beendete ich dann eben die Odyssee. Das las ich zusammen mit First Hand. Es gibt auch von uns beiden ein Video dazu. In meinem vergleiche ich die Odyssee dann noch mit Odyssey. Das war überhaupt der Auslöser, warum ich die Odyssee lesen wollte. Dieser Comic, den ich einmal online so ein bisschen angelesen hatte. Und da ich merkte, okay, ich kenne zwar die grobe Odyssee, aber nicht so wirklich alle Einzelheiten, las ich dann eben mal die Odyssee. Die fand ich schon ganz nett und ich bin froh, diesen Weltklassiker mal gelesen zu haben. Aber es gab so einige Sachen, die mir persönlich nicht gefallen haben und wo ich das dann auch nicht mehr verteidigen konnte mit, na gut, damals hat man halt so geschrieben. Also ja, das mag so sein, aber das ändert halt nichts daran, dass es mir persönlich nicht gefällt. Und insofern ganz froh, es mal hinter mich gebracht zu haben, aber nicht mein allerliebster Klassiker. Odyssee hingegen fand ich sehr interessant. Es ist eine Neuerzählung der Odyssee mit zumeist geschlechtervertauschten Rollen im All. Das heißt, wir haben hier ein Science-Fiction-Element, was ich sehr nett in die Geschichte eingearbeitet fand. Und alle weiteren Gedanken dazu gibt es dann in dem Video. Dem folgte dann Der Schwimmer von Zhu Jiabang. Das ist mein Höhepunkt des Monats, weswegen ich dazu auch eine Einzelrezension gedreht habe, weil es mich so begeistert hat. Um es nochmal kurz zu fassen, wir folgen hier hauptsächlich einem Geschwisterpaar, deren Mutter die beiden und ihren Vater eben verlassen hat, um aus Ungarn in den Westen zu fliehen. Und warum sie überhaupt in den Westen flieht, was da in Ungarn zu der Zeit los war, das wird dann halt so im Hintergrund erklärt. Das heißt, die Kinder kriegen das schon irgendwie mit, dass hier gerade was passiert, verstehen es aber gar nicht so wirklich und deswegen, wenn man jetzt nicht so alles in der ungarischen Geschichte kennt, brauchen auch wir als Leser ein bisschen, um dahinter zu steigen, was jetzt eigentlich gerade passiert. Und die Erzählweise hier war so wunderbar behutsam und zart, dass es mich absolut begeistert hat. Also ich konnte mit den Charakteren wirklich mitfühlen. Das war so gut gemacht. Die Ich-Perspektive funktioniert hier auch sehr gut, obwohl ich es normalerweise nicht ganz so mag. Und im Großen und Ganzen eine absolute Empfehlung. Schaut euch nochmal das Video an, falls ihr etwas mehr wissen wollt, warum es mich so begeistert hat. Danach beendete ich dann den letzten Teil der Mad Adam Trilogie, nämlich die Geschichte von Sepp. Hier hatte ich ein Stück ein Problem hineinzukommen, denn mir gefiel so diese wechselnde Erzählweise nicht, beziehungsweise ich konnte immer nicht so verstehen, warum unterbricht sie denn diese Erzählweise jetzt, obwohl die Erzählung noch weitergeht, um mit einer anderen Erzählweise weiterzumachen. Ich kam da immer nicht so dahinter, was soll denn das, warum bricht das Kapitel jetzt ab und oh nee, dann geht es ja doch weiter, nur anders. Und was mir auch nicht so gefiel, war die Oralität teilweise der Erzählungen, denn also sowohl haben wir einiges in Ich-Perspektive und dann stellen Leute immer Fragen, ohne dass wir die Fragen hören, aber nur die Antworten. Und das ist halt so dieses Mündliche, wo man halt nicht so diese schön formulierten Stellen hat. Das ist nie so ganz meins und ich mag es auch nicht, wenn ein personaler Erzähler die Eigenheiten der Person übernimmt, über die er redet. Also wenn dann im Fließtext halt sowas steht wie, oh und dann kamen die Öko-Wichser. Ich bevorzuge halt eher so neutrale Erzähler, aber das ist wahrscheinlich Geschmackssache und irgendwann konnte ich diese wechselnden Erzählperspektiven auch ignorieren und der Geschichte folgen. Die Vergangenheit von Sepp finde ich eigentlich auch ganz interessant und ich bin auch ganz zufrieden mit dem Ende, wie alles dann so aufgelöst wurde, aber ich finde immer noch den ersten Teil der Reihe absolut am besten. Ich würde den sogar empfehlen, wenn man mit der Reihe gar nicht weitermachen möchte, der war großartig meiner Meinung nach und was ich hier auch etwas seltsam fand, ganz kurz vorm Ende taucht noch so aus dem Nichts plötzlich eine Person auf, die dann auch recht schnell aus der Geschichte verschwindet und das kam mir zu plötzlich und ich hätte gern gewusst, wo kommt der denn jetzt her, wie hat der überlebt, warum hat der ausgerechnet überlebt und der ist einfach so, blip, hier bin ich und dann bin ich auch schon wieder weg. Das
war mir etwas zu plötzlich auf einmal. Aber im Großen und Ganzen halte ich das halt immer noch für eine ganz gute Postapokalypse bzw. Speculative Fiction, wie Margaret Atwood es selber eigentlich immer nennt. Die dahinterstehenden Themen sind sehr interessant. Also wir haben ja sowohl Genmanipulation als auch so die Macht von Großkonzernen bzw. allgemein der Pharmaindustrie. Es geht um die Monopolisierung von Gewalt, um diese riesige Arm-Reich-Schere, die überhaupt keine Verbindung mehr zueinander hat und natürlich auch um Umweltverschmutzung. Also Dinge, die wirklich nicht so weit weg von unserer Realität sind und insofern schon empfehlenswert. Und danach lasse ich diesen kleinen Erzählband von Dürrenmatt. Die haben mir eigentlich alle sehr gut gefallen. Man hat hier so diesen Witz und Charme Dürrenmatts, der hier aber teilweise halt ins Absurde geht. Also es ist nicht immer realistisch, aber auf jeden Fall unterhaltsam und auch eigentlich immer mit so einem Kommentar zur Gesellschaft oder zu einem gewissen Charakter. Bei Der Hund bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich es verstanden habe. Ich habe so eine Interpretation in meinem Kopf, aber ich bin mir nicht sicher, ob es die ist, die Dürrenmatt intendierte. Der Tunnel, der wird regelrecht kafkaesk. Das gefiel mir richtig gut. Das ist ohne Absätze geschrieben und man wird auch richtig reingezogen. Ist sehr bedrückend und hat halt so ein bisschen diesen Fatalismus vielleicht auch von der Prozess, wo einfach etwas mit dem Protagonisten passiert und er gar nicht weiß, was Sache ist. Das gefiel mir richtig, richtig gut. Und die Panne ist eigentlich der Grund, warum ich mir das Heftchen gekauft habe, denn das lief schon eine Weile im Schauspielhaus bei uns und ich möchte es eigentlich nochmal sehen, wollte aber vorher das Original lesen. Hier ist es so, dass eben ein Reisender eine Panne hat und dann in so eine Art Herrenhaus unterkommt, da die dafür bekannt sind, jemanden aufzunehmen, wenn halt die, was ist denn nicht, Herberge im Dorf besetzt ist. Und dort treffen sich vier Herren, die früher mal Richter, Staatsanwalt, Verteidiger und Henker waren und die spielen berühmte Prozesse nach. Und sie bitten eben um den Gast, ob er diesmal mitspielen möchte, nämlich als Angeklagter. Und er denkt sich so, haha, ja, na klar, lustiges Spiel, ich habe ja eh nichts verbrochen. Und die sagen, ach, machen Sie sich mal keine Sorgen, eine Schuld wird sich schon finden lassen. Und dann zieht sich die Schlinge halt immer weiter zu und sie verdrehen ihm das Wort im Mund und es wird alles immer so ein bisschen bedrohlicher und entwickelt sich in eine Richtung, die der Protagonist anfangs bestimmt nicht erwartet hatte. Ich fand es wirklich unterhaltsam und hätte mir aber bei der gerade so ein bisschen mehr Realismus gewünscht, denn der Protagonist tappt schon sehr offensichtlich in Fallen. Also, wo man sich denkt, ist doch klar, dass die dir das jetzt irgendwie anders auslegen werden. Halt doch die Klappe. Und die Geschichte funktioniert schon gut, aber ich glaube, es wäre noch viel perfider, wenn sie noch ein Tick realistischer ist, dass man als Leser wirklich noch Angst kriegt und sich denkt, oh Gott, nein, das könnte ja wirklich passieren, weil so war es halt schon eher so ein bisschen absurd unterhaltsam, aber nicht so, dass man vielleicht da jetzt Angst für sein Leben hätte. Aber es war ein wirklich guter Erzählband. Mir haben alle gefallen und deswegen kann ich euch mal wieder nur ans Herz legen. Danach lasse ich dann The Iron Heel von Jack London. Es ist eine frühe Dystopie aus dem Jahr 1907. Das ist das linkeste Buch, was ich jemals gelesen habe. Muss aber dazu sagen, dass ich Marx und Konsorten noch nicht gelesen habe. Es ist ja so, was bei Dystopien oft ein sozialer Faktor dabei ist, wo es darum geht, sich um ein unterdrückendes, totalitäres Regime zu wehren. Aber es ist eigentlich nie so sozialistisch wie hier. Was mir sehr gut gefallen hat, ist die Erzählweise, denn es ist aus der Sicht der Frau eines so Rebellenführers, sage ich mal, geschrieben. Der kommt aus der Unterschicht, ist aber eher so eine Art Denker. Also er liefert eher die Theorien dahinter, wird dann später aber auch richtig aktiv. Und das Interessante ist aber, dass dieser Text der Frau eben mit Fußnoten versehen ist, nicht etwa vom realen Herausgeber, sondern von fiktiven Kommentatoren 700 Jahre in der Zukunft der eigentlichen Erzählung. Und es war sehr amüsant, wie die dann für ihre Zeitgenossen wiederum Dinge kommentieren, die halt in der Erzählzeit oder auch für uns ganz normal waren und wie sie versuchen, diese Dinge zu erklären. Zwischen der beschriebenen Zeit und der Zeit der Kommentatoren, die eigentlich schon so einer sozialistischen Utopie gleich, denn da ist alles gut, liegt eben die Zeit der eisernen Verse. Was mir nicht so gut gefiel, ist, dass vor allem die erste Hälfte des Buches so scheint, dass es wirklich nur um die Botschaft geht und gar nicht um den Roman, um eine Handlung oder dergleichen. Denn prinzipiell treffen sich eigentlich nur Menschen und reden miteinander und meistens ist es eben dieser Rebellenführer, der einen Monolog führt oder vielleicht maximal eine Frage stellt oder so und es passiert halt wirklich nichts. Und jetzt ist es ja meistens so, dass Dystopien auf eine Warnung oder eine Kritik hinauslaufen soll, aber es gibt meistens auch eine Geschichte und Protagonisten und hier hat man irgendwie das Gefühl, die sind nur
nur dazu da, um die Botschaft zu vermitteln. Also man kann diesen ersten Teil definitiv mehr genießen, wenn man damit herangeht, ich lese jetzt eine Streitschrift und nicht ich lese jetzt einen Roman. In der zweiten Hälfte kommt es dann zu etwas mehr Handlung. Wir erleben mit, wie dieses System der eisernen Ferse eigentlich blutig etabliert wird und wie die Rebellenführer versuchen, etwas dagegen zu tun, das zu bekämpfen. Das heißt, prinzipiell wird eine Gesellschaft errichtet, die unserer gar nicht so fern ist. Es ist eine Plutokratie, in dem halt wenige Großkonzerne und einige reiche Familien die komplette Macht an sich reißen. Also prinzipiell wie bei uns. Und es halt auch so Schlägertrupps gibt oder welche, die verkleidet als die Rebellenführer etwas tun, damit die Regierung berechtigt ist, gegen diese Rebellenführer durchzugreifen, obwohl sie eigentlich noch gar nichts getan haben und so weiter und so fort. Vermutlich ist es interessanter für die Ideen dahinter und es ist nicht der beste Roman, den ich jemals las. Was ganz nett ist, ist, dass unsere Protagonistin wirklich eine große Veränderung durchmacht, dass wir der dabei folgen können, denn sie kommt eigentlich aus einer reichen Familie und lernt erstmal, welches Elend so um sie herum geschieht. Es ist ganz nett, diese Veränderung zu verfolgen, aber sowohl die Protagonisten als auch so das Buch an sich wirken einfach sehr, sehr besserwisserisch. Also darauf muss man sich schon einstellen, dass jemand ständig mit dem erhobenen Zeigefinger erklären möchte, wie die Welt funktioniert und wie man es besser machen kann. Danach las ich das Erbe der Elfen. Das ist der erste Teil der Hexer-Saga, was ja auch zu den Computerspielen The Witcher verarbeitet wurde. Hier hatte ich mir erhofft, mal wieder so eine Fantasy-Reihe zu beginnen, in die ich richtig eintauchen kann, wo ich mir auch sofort den nächsten Teil kaufen möchte. Und habe das zu mehr oder weniger bekommen. Ich muss sagen, es hat ein Stück gedauert, bis ich hier reingekommen bin, denn zunächst haben wir eine Szene eben mit Geralt, dem Hexer, die fand ich auch sehr interessant. Aber dann kommt so eine ganz bemühte Szene, in der ganz zufälligerweise alle Rassen und Klassen dieser Welt an einem Ort versammelt sind. Also wir haben die Elfen, Zwerge, Gnome, Halblinge, Menschen und aber auch so Zauberer, Druiden, Kaufmänner, Bauern, einfache Leute, alle an einem Ort und es werden schon so irgendwie auf so eine plumpe Art und Weise so ihre Eigenheiten gezeigt und die Zwerge kabbeln sich ein bisschen an mit den Elfen, wie man es halt so immer hat und das kam mir so klischeehaft vor, zumal auch alle Frauen immer so giggeln und in den Barden verliebt sind, der dort singt. Das gefiel mir anfangs nicht. Ich dachte, oh Gott, wenn das ganze Buch so ist und so plump und klischeehaft, das ist nichts für mich. Zumal auch alle Charaktere außer der Barde erstmal keine Rolle mehr spielen. Sie wurden uns einfach so vor die Nase geworfen, um mal die Eigenheiten zu zeigen und kommen dann erstmal nie wieder vor. Und ich hätte die halt lieber auf natürliche Art so im Laufe der Geschichte kennengelernt. So, aber nachdem diese erste Szene vorbei war, ich weiß auch nicht, warum die da noch so drin ist, ich glaube, ich hätte das stark lektoriert, wird die Geschichte wirklich spannend und ich finde auch alle Charaktere wirklich interessant und die sind mir sogar schon ans Herz gewachsen. Also sowohl Geralt, der zwar auch so ein bisschen mysteriös ist, aber auch sehr sympathisch ist, einfach ein sehr ruhiger, starker, weiser Mann. Und vor allem auch Kiri oder Ciri, um die es wahrscheinlich sogar mehr geht als um Geralt in diesem ersten Teil. Sie macht halt so eine richtige Coming-of-Age-Geschichte durch. Sie lernt unglaublich viel dazu, sie verändert sich. Wir treffen sie das erste Mal, als sie, weiß nicht, so mit 6 Jahren vielleicht in einer absoluten Kriegssituation ist und einfach nur um Hilfe ruft. Sie weiß gar nicht, was sie tun soll. Sie ist extrem hilflos. Ist ihr auch klar, als 6-Jährige mitten in einem Krieg. Und sie ist zwar auch am Ende des Buches erst so 13, 15 oder so, aber was sie in diesen Jahren dazulernt, ist wirklich eigentlich ganz spannend zu verfolgen. Was ich noch so ein bisschen kritisieren könnte, es passiert zwar immer etwas in diesem Buch und Könige beschließen Kriege und Zauberer beraten sie dabei und so, aber ich habe noch kein wirkliches Verständnis für diese Welt entwickelt. Also mir fehlt noch so einiges, damit ich verstehen kann, wie die so normalerweise leben, damit man so ein richtiges Gefühl dafür kriegt, wie man es zum Beispiel eigentlich inzwischen mit der Harry Potter Serie hat. Ne? Da fühlt man sich ja, zumindest wenn man das in seiner Kindheit und Jugend gelesen hat, richtig zu Hause. Und das ist hier halt noch nicht passiert, aber es ist ja auch erst der erste Teil. Also sie haben ja noch Zeit, um das Worldbuilding so ein bisschen voranzutreiben. Was ich noch erwähnen muss, es gab wirklich viele schöne Szenen, und zwar so in jegliche Emotion. Also ich musste tatsächlich mehrmals laut lachen, was nicht sehr oft passiert bei mir. Es gab auch wirklich traurige Momente, die mich auch so ein bisschen mitgerissen haben und wirklich einige Szenen, wo man einfach nur noch so "Oh" sagen konnte. Also das fand ich auch richtig sympathisch, dass Geralt zum Beispiel nicht einfach nur so ein krummeliger alter Hexer ist, sondern auch kein Problem hat, jemanden mal zu umarmen oder Kiri zu tätscheln und so zu loben oder zu trösten, dass die Leute sich wirklich
schön und normal verhalten haben und nicht vielleicht irgendwie so klischeehaft gestellt, wie es in Fantasy passieren kann. Also in gute Fantasy natürlich nicht. Also das war wirklich schön. Und im Großen und Ganzen hat es mich unterhalten. Ich kann es auch empfehlen für Fans von High Fantasy. Also darauf muss man sich schon einlassen können. Das heißt, wir haben ja hier, wie gesagt, Elfen, wir haben Elixiere und Zaubersprüche und dergleichen. Damit muss man zurechtkommen. Und ich muss auch sagen, die Serie darf auf keinen Fall schlechter werden. Also ich fand es gut, so wie es ist. Aber wenn das Niveau jetzt irgendwie doch noch ein bisschen sinkt, dann werde ich wahrscheinlich eher aufhören. Aber fürs Erste unterhaltsam. Danach las ich dann das Regenorchester von Hans-Jörg Schertenleib. Das hatte ich mal als Mängelexemplar irgendwo mitgenommen und was mich interessiert hatte, war vor allem die Aussage, es sei voller Poesie und mit großer Sprachkunst erzählt. Ich muss sagen, das habe ich nicht so wirklich bekommen, was ich eigentlich wollte. Es ist gut geschrieben, hat mich aber an keiner Stelle begeistert. Und auch die Geschichte ist nicht so ganz das, was ich erwartete. Wir folgen hier einem Schriftsteller, dessen Frau ihn nach wohl langen Ehejahren verlassen hat. Die beiden sind damals auch aus der Schweiz nach Irland emigriert, haben sich dort wohl ein Leben aufgebaut und er ist jetzt aktuell noch in dieser Phase von Wut und Trauer und Verwirrung direkt so nach der Trennung eben. Da lernt er die 64-jährige Niamh kennen, die ihm dann sein Leben erzählt und möchte, dass er das aufschreibt. Und da stand auch beim Klappentext so, sie führt ihm die Wunder des alten, untergegangenen Irland vor Augen. Und da habe ich irgendwie auch so ein bisschen was in Richtung Mythen erwartet, vielleicht irische Folklore, aber im Endeffekt geht es eigentlich wirklich nur um ihre Lebensgeschichte. Mehr steckt da nicht dahinter und es war jetzt nicht wirklich spezifisch irisch irgendwie. Also das Einzige, wo das mal ein bisschen vorkommt, ist der Moment, als sie in London arbeitet und dort Iren zu der Zeit halt nicht sehr angesehen sind. Aber das hätte halt wirklich jede andere Volksgruppe in jedem anderen Land auch sein können. Das hat sich jetzt nicht sehr auf Irland bezogen. Was mir auch nicht so gut gefiel, ist, dass sowohl die Rahmenhandlung als auch die Binnenerzählung beide in Ich-Perspektive waren. Es war zwar immer klar, wer gerade redet und um wen es gerade geht, aber hätte mir irgendwie besser gefallen, wenn es da einen kleinen Wechsel gegeben hätte. Alles in allem war es jetzt auch nicht schlecht, aber ich kann es definitiv nicht euphorisch empfehlen. Ich befürchte fast, das ist so ein Buch, was ich in einem Jahr wahrscheinlich vergessen habe. Also es war so ein bisschen, mir ging es auch zu sehr um ihn und so seine Post-Beziehungsdramen, er jammert halt schon so ein bisschen und viel und beschreibt auch seine Ex-Frau immer nur mit sie. Also sie hat gar keinen Namen und sie wird auch oft kursiv geschrieben, sodass dann dort steht, nein, ich werde jetzt nicht an sie denken. Das nervt mich immer so ein bisschen. Also danach beendete ich dann meine Shakespeare-Jungfräulichkeit und las Hamlet. Ich glaube, zum Inhalt muss ich eigentlich nichts mehr sagen. Ich wusste vorher auch schon, um was es eigentlich geht, wollte aber eben diese Wissenslücke mal schließen. Bin auch ganz froh, das mal getan zu haben, muss aber sagen, dass Shakespeare wohl nicht mein absoluter Lieblingsklassiker wird. Ich glaube, die Klassiker, die mich begeistern, entstanden alle so mindestens 100, aber eher so 200 Jahre nach Shakespeare. Die Sprache liegt mir dann eher, aber ansonsten Shakespeare halten. Und recht überraschend beendete ich dann auch noch am letzten Augusttag Mut zum Leben, die Botschaft der Überlebenden von Auschwitz. Das hatte ich eigentlich mit für mein Sachbuch September geplant, begann es eben am letzten Augusttag und las es dann gleich in einem Stück durch. Das war wirklich berührend, auch begeisternd, mit welcher Güte und Menschlichkeit und Positivität diese Menschen durch das Leben gehen. Wie viel Glauben, die auch noch in die Menschheit haben und dazu werde ich auf jeden Fall eine Einzelrezension drehen. Ich versuche es noch bis zum Sonntag hochzuladen, denn das hat mich schon ziemlich begeistert. Finde ich wahnsinnig interessant, wie die dann durchs Leben gehen. Ja, und das war dann auch schon der August. Das waren 6 Romane, 5 Comics, ein Epos, ein Drama, eine Kurzgeschichtensammlung und dann noch ein Sachbuch am Ende. Wie immer könnt ihr mir gerne was schreiben zu dem, was ich gelesen habe oder zu dem, was ihr gelesen habt, was euer Höhepunkt war. Oder ihr könnt mir auch etwas nicht über Bücher erzählen, erzählt mir von eurem Tag oder sonst was. Und ich danke fürs Zuhören und ich hoffe, wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis bald.